Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und der Ladebildschirm sieht verheißungsvoll aus im Sinne von wir bekommen hier Top-Tier-Action der Gegner und des eigenen Teams. Er selber ist leider Low-Tier mit seinem T34-2 auf der Karte Charkov. Ja, sind wir mal sehr gespannt, was er hier so reißen wird, weil natürlich 9er und 10er ist eher unschön für diesen Panzer hier, aber man sieht, eine Erfolgsmarkierung hat er immerhin drauf. Durchschlag 181 oder 241 mit Premium ist auch nicht allzu viel für einen 10er Battle. Da muss er einfach aus seinem Medium alles rausholen, was so geht, dass er doch noch auf seinen Schaden kommt. Sind wir mal gespannt. Die Karte selber mag ich sehr, sehr gerne. Bin großer Charkov-Fan, liegt aber daran, dass ich selber eigentlich ja auch eher der Panzer, der schwere Panzerspieler bin. Und ja, da sind natürlich Karten, die städtisch angelegt sind, immer ein kleiner Vorteil. So, ihr fahrt hier dem T49 nach eher so mal jetzt den typischen Mediumweg außen entlang. Muss aber aufpassen, weil die Gegner sind natürlich... Oh ja, ich wollte gerade sagen, mit dem Leo definitiv auch gut aufgestellt. Dazu noch ein Centurion. Leo nimmt ihn jetzt hier leider nicht die Freude. Oder gibt ihm nicht die Freude, hier auch einen Hit drauf zu bekommen. Der legt sich hier mit dem T49 an, der auf kurz oder lang wahrscheinlich diesen Kampf verlieren wird. So, da bekommt er kein Ziel. Vielleicht noch ein Stück. Ne, der Leo, der macht es ihm echt schwierig. Wartet er jetzt ab, fahrt davor, nimmt den raus. Ist natürlich sau doof, weil der... Oh, ja, 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 ja. So, der erste Hit, da klappt er auch. Und der T25-2... macht das Finale. 4 zu 0. Aktuell 246 Schaden. Da sollte hoffentlich noch ein bisschen mehr kommen. Ja, da kommt doch zumindest ein Kandidat auf ein bisschen AP. T32. Der allerdings jetzt auch so stehen bleibt, dass er nicht drauf kommen kann. Mann, ey. Jetzt fahr doch mal vor. Also ich meinte eigentlich den T32, aber gut. T34-2, mach du das, wenn du das meinst. Wobei ein T32 im 1-on-1 ist schon... nicht so ganz nett. Ah, jetzt nutzt er aus, dass er... Oh, jetzt kommt er natürlich rum. Hat auch plötzlich einen hinter sich. Den T25-2. Sein Glück. Jetzt der T32 denkt sich jetzt mittlerweile, ach, scheißegal. Ich nehme nicht den T49 oder den T25, sondern ich nehme jetzt den, der vor mir steht. Ja, da haben sie hier den aber ganz schön gelöffelt. Keine große Chance. 7 zu 2 steht schon. Also dieses Game dürfte ein Sieg werden. Eine schnelle, kurze Runde von der Zeitangabe, was ich so sehe. Aber auch sowas ist immer schön. Da zeigt es, dass es was passiert, dass nicht lang gekämpft wird, dass es nicht so statisch ist, sondern dass es einfach zack voraus, voll in die Fresse, gib ihm. So, was haben wir denn da vorne? IS-7. Und hier in diesem Korridor, in dem Schlauch, stehen noch am meisten. Vielleicht versucht er jetzt hier über diesen Seiteneingang reinzukommen. Nee, da wird aber brutal geschossen. T49 macht hier die Vorhut. So, der E3 fährt jetzt hier rum. T49 zieht sich zurück. Oh, der T3 kommt rum. Der nimmt jetzt wahrscheinlich den T49 direkt raus. Nee. Schafft er nicht. E3 natürlich mit seinem statischen Turm hat jetzt die Problematik, wenn er ihn umfährt. Er wird gekettet. Ja, jetzt hat der E3. Jetzt ist er, hat er keine Chance mehr. Kann er nichts mehr machen. Jetzt kann er sich höchstens noch versuchen, auf den T49 zu konzentrieren. Das Objekt... wird es da auch gleich rumkommen. Sehr schöner Überblick, den er da an den Tag legt. Aber Objekt kommt doch nicht mehr weiter. Doch, da kommt das Objekt, aber wird auch rausgenommen. E3 hat einfach
kann hier nichts mehr machen. Könnte sich versuchen, ans Haus vorne zu stellen und dann zu drehen. Aber das, was er jetzt macht, rückwärts fahren, bringt ihm gar nichts. Jetzt nimmt er aber auch noch den T49 raus. Er dachte sich, vielleicht kriege ich ja doch noch einen Hit drauf. So. T49 macht es gar nicht Spaß, dass er da getötet worden ist. Gibt ein nettes... glaube ich. So, noch zwei Gegner. 13 zu 8 steht's. Knapp 3000 Schaden hat er schon auf der Uhr. Kriegt er noch ein bisschen was raus. IS-7 ist auf jeden Fall noch sehr, sehr voll. Ja, da ist ein Stein. Da kommt er nicht durch. So, IS-7 ist hier. Steht ein... fahr doch da nicht weiter. Ja, so viel wird er jetzt wohl nicht mehr rausbekommen. IS-7 legt auf jeden Fall die Flucht nach vorne ein. Würde ich an seiner Stelle auch machen. So, zack. Auto-Aim. Erster Hit. Vielleicht kriegt er ja wenigstens einen Kill hier im Spiel. Noch bei 0, bei 3, 5 Schaden. Bisschen undankbar. So. 3, 7 Schaden und einen noch für den ersten Kill. Komm, mach dir den ersten Kill. Ja, das schaut gut aus. Da macht er den ersten Kill. T54 ist zu spät und auch der Prototyp ist abgeprallt. Brutal schnelle Runde mit knapp 4000 Schaden und nur einem Kill belohnt worden. Da hätte mehr drin sein dürfen, aber diesen Panzer sieht man auch nicht so oft. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde sowas cool. Also bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.